verantwortlich für die Sendung und Produktion von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817-2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere und ausführliche Informationen zu den Sendungen und Produktionen von Independent Broadcasting Service Liberty, das meint in deutscher Sprache so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit, Radio TV IBS Liberty, finden Sie auch weltweit im Internet, beispielsweise bei www.radiotvinfo.org oder alternativ bei www.ibstelevision.org. Am Mikrofon Andreas Klamm. Gesundheitskarte oder Krankheitskarte? Die zentrale Erfassung aller Krankheits- und Gesundheitsdaten in der Bundesgesundheitskontrolle findet Zustimmung und Ablehnung in Deutschland. In seinem Film und in seiner Kampagne dubistterrorist.de macht der Filmproduzent Alexander Lehmann auf die ernste Lage und Sichtweise der Überwachungsorgane in Deutschland aufmerksam. In Deutschland könnten Einschätzungen von Sicherheits- und Überwachungsorganen zufolge bis zu 82 Millionen potenzielle Terroristen, bis zu 82 Millionen Aufständige und bis zu 82 Millionen regierungskritische Menschen leben. Die Lage ist sehr ernst in Deutschland. Rechnerisch betrachtet gilt es, bis zu 246 Millionen potenziell verdächtige Subjekte in Deutschland rund um die Uhr zu überwachen. Das meint also Menschen, die in irgendeiner Weise verdächtig in Deutschland sein könnten. Die Technik macht es bereits heute möglich, 82 Millionen potenziell verdächtige Menschen in Deutschland zu überwachen. Eine Wohnraumüberwachung ist beispielsweise ohne großen technischen Aufwand mittels der Mikrofone via Mobiltelefon oder heimischen Computer möglich. Ein weiteres Plus an Überwachung soll jetzt die neue Gesundheitskarte in Deutschland bringen. Die Gesundheitskarte macht es möglich, alle Gesundheitsdaten eines Menschen, im Beispiel auch die Medikamente, die ein Mensch kauft, zentral zu erfassen und zentral etwa bei einer BKGA, das meint einer Bundeskriminalgesundheitsagentur in Berlin, zu speichern und jederzeit via Internet online von jedem Ort der Welt abzurufen. Für einige Menschen bedeutet dieses Überwachungspotenzial ein ganzes Stück weit mehr Sicherheit in Deutschland. Das Projekt Gesundheitskarte findet große Zustimmung in weiten Teilen des Landes. Doch es gibt auch kritische Menschen und Stimmen, die vor einem möglichen Missbrauch zentral gespeicherter Gesundheitsdaten warnen und auf Gefahren aufmerksam machen. Erst vor kurzem gelang es Hackern, in die Datenbanken von Sony einzudringen und alle Daten inklusive der Kreditkartennummern digital via Internet zu rauben. Sind die Kritiker der Gesundheitskarte, die Karte, die jetzt neu in Deutschland eingeführt werden soll, auch als Krankheitskarte bezeichnen, ein Fall für den Psychiater? Zeit für einen Hilferuf zu wagen und das Gespräch mit einem Facharzt, das meint mit einem Psychiater und Psychotherapeuten in Deutschland zu suchen. Hören Sie das Protokoll eines Therapiegespräches bei Radio TV IBS Liberty mit Dr. Ewald Broll, der im Interview und öffentlichen Therapiegespräch mit Radio TV IBS Liberty mögliche Vor- und Nachteile der neuen Krankheitskarte erklärt. Am Telefon begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Ewald Broll. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und er veröffentlicht sehr interessante Artikel zur
einer Karte, die allgemein im allgemeinen Verständnis und in Mainstream-Medien, so deutlich muss man es sagen, als die Gesundheitskarte bekannt ist. Dr. Ewald Proll nennt die künftige Gesundheitskarte die Krankheitskarte. Weswegen? Die Domain, die Gesundheitskarte, war leider schon belegt. Deswegen haben wir nach angestrengtem Nachdenken gedacht, die Krankheitskarte wäre gar nicht so ein schlechtes Synonym, weil die Karte ja so ihre Krankheiten birgt. Sie sprechen sich offenkundig gegen die komplette Speicherung ganzer Geschichten von Patienten, vor allen Dingen medizinischer Befunde von Patienten auf einer Karte aus. Was sind die Gründe? Wir sprechen uns zum einen vor allen Dingen gegen die zentrale Speicherung aus. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Lösungen, die eine dezentrale Speicherung möglich machen. Darüber kann man diskutieren, ob die sinnvoll sind oder nicht. Diese zentrale Speichertechnologie, die hinter der Kartentechnologie steckt, bereitet uns auch große Kopfschmerzen. Was uns Kopfschmerzen bereitet, ist eben die zentrale Datenspeicherung. Und momentan ist es ja so, dass auf die Karte selber gar keine Daten geschrieben werden. Da kommt nur das Foto der Versicherten drauf und die üblichen versicherten Stammdaten, also Adresse, Geburtsdatum, Versichertennummer. Auf der Karte selber stehen ansonsten keine weiteren Informationen. Was spricht denn gegen eine zentrale Speicherung von Krankheitsdaten von Patienten, Ihrer Auffassung nach? Die zentrale Auswertmöglichkeit. Also das, es ist ja heute schon so, dass ganz viele Daten über uns ganz allgemein, aber speziell auch über Patienten gesammelt werden. Die werden zum Beispiel gebraucht, um die Finanzströme zwischen den Krankenkassen zu lenken. Ich nenne mal das Stichwort Gesundheitsfonds. Da werden also derzeit, wenn ich das richtig erinnere, 2,5 Milliarden Datensätze von 70 Millionen Bundesbürgern verarbeitet, um daraus dann Risikoprofile zu machen und mit diesen dann die Geldströme zwischen den Krankenkassen zu verteilen. Also ein riesiger bürokratischer Akt. Die Daten werden jetzt schon verarbeitet. Mit der Kartentechnologie wird es dann künftig sehr viel schneller und für die Verwaltung auch sehr viel einfacher werden. Wir als Ärzte und wir als Patienten haben davon keinen unmittelbaren Vorteil. Deswegen wenden wir uns gegen diese Art der zentralen Datenhaltung. Wie sicher sind denn solche gespeicherten zentralen Daten? Was ist, wenn es irgendwelche Hacker oder wen auch immer gibt, der in diese Datensätze einbricht? Ich bin ja nun Arzt und kein Datensicherheitsspezialist. Soweit ich das überblicke, sind die Systeme nach dem heutigen Stand der Technik sehr gut abgesichert, vor allen Dingen gegen Fremdeingriffe von außen. Aber wer weiß, ob diese Sicherheitsstandards in 5 Jahren auch noch genügen werden. Meine persönliche Befürchtung ist auch nicht so sehr die, dass irgendwelche bösartigen Hacker in diese Systeme eindringen und sich dann Daten beschaffen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, das Risiko, aber ich denke mal, das ist eher zu vernachlässigen. Ich denke eher an die Missbrauchsmöglichkeiten, die schon im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglich sind. Da reicht eine kleine Gesetzeserweiterung im Sozialgesetzbuch, wie es auch in der Vergangenheit schon häufiger passiert ist, und plötzlich werden dann Daten verfügbar für Institutionen, für Krankenkassen oder für andere Bereiche, die vorher einem bestimmten Schutz unterlagen. Deswegen befürchten wir so eine allmähliche, schleichende Aushöhlung des Arzt-Patienten-Geheimnisses. Wie ist dann eine Arbeit als Arzt möglich, künftig vielleicht, wenn eben dieses Vertrauen durch eine zentrale Datenspeicherung erheblich gestört wird? Ist da überhaupt noch eine Arbeit möglich unter dem Gesichtspunkt des Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnisses? Ich müsste im Grunde so eine Art doppelte Buchführung betreiben. Also wenn Sie so wollen, müsste ich dann überlegen, welche Daten werden nach außen hin weitervermittelt und welche sind so vertraulich, dass sie wirklich nur in meinem Gedächtnis oder in meiner Praxis verbleiben, und müsste dann jeweils differenzieren, was kann ich weitergeben und was muss ich wirklich hier in der Praxis gesichert aufbewahren. Ist es richtig, dass man sagen kann, dass dadurch die Arbeit auch für Ärzte, gleich welcher Fachrichtung auch immer, erheblich erschwert wird? Es ist ja im Moment so, dass die Karte, so wie sie jetzt demnächst in Nordrhein-Westfalen ausgerollt, wie es so schön heißt, werden soll, diese Karte hat ja im Moment keine weiteren Features, keine neuen Features als jetzt beispielsweise die aktuelle Versichertenkarte. Da kommt ein Foto drauf und das war's. Diese ganzen anderen Anwendungen, die zur Diskussion stehen, also sprich das elektronische Rezept mit Online-Anbindung oder auch diese elektronischen Patientenakten, das ist noch Zukunftsmusik. Da wird zwar intensiv dran gearbeitet, um die möglichst schnell einzuführen. Ich vermute mal, dass da auch Profitinteressen hinterstecken, bei Wertdiensten, die Industrie, aber auch die Politik
Benefit erwartet. Im Moment sprechen wir ja wirklich nur über eine abgespeckte Version einer versicherten Karte mit Foto. Da dürfte das Handling in der Praxis noch nicht allzu problematisch sein. Was dann sicherlich zu Problemen führen wird, zu Ablaufproblemen, ist, wenn beispielsweise das elektronische Rezept eingeführt wird. Bisher ist es ja so, dass die Rezepte auf Papier ausgedruckt werden. Das dauert so überschlägig etwa 3 Sekunden pro Rezept. Und bei der elektronischen Gesundheitskarte wird es dann so sein, dass die Rezeptdaten tatsächlich auf die Karte geschrieben werden und parallel dazu an einen Serververbund übertragen werden. Dieser Vorgang dauert inklusive Eingabe von 2 PIN-Nummern so überschlägig 7 bis 9 Sekunden, also etwa 3-mal so lange wie die bisherigen Abläufe. Dann können Sie sich vorstellen, was in der Praxis passiert, die am Tag vielleicht so große Hausarztpraxen 200, 300 Rezepte ausfüllen. Dann können Sie am Tag locker mal 1 bis 2 Stunden zusätzliche Arbeitszeit für einen Arbeitsvorgang rechnen, der bisher relativ problemlos zu bewältigen war. Und dafür fehlen die Geldmittel im deutschen Gesundheitssystem. Geldmittel fehlen an allen Ecken und Enden. Also wenn man jetzt mal auf die Ebene der Finanzierung geht, dann frage ich mich als Arzt, warum ist es nötig, mehrere Milliarden in dieses Projekt zu pumpen, die an anderen Stellen, also bei der direkten Patientenversorgung, fehlen. Ich denke mal, man sollte erst vielleicht die Lücken stopfen, die schon vorhanden sind, bevor man neue Löcher aufreißt. Aber gut, das ist eine Frage der Finanzierung. Was einfach von den Abläufen her in den Praxen so sein wird, wenn diese Karte dann allmählich mit mehr und mehr Funktionen belegt wird. Wir brauchen dann mehr Zeit für die Verwaltung und haben immer weniger Zeit für die Patienten. Das merken wir heute schon im Alltag, weil wir uns mit ganz vielen verwaltungstechnischen Aufgaben befassen müssen. Wie reagieren denn die Kollegen der Ärzteschaft ihrerseits über ihr Engagement in Bezug auf die Krankheitskarte? Das ist höchst unterschiedlich. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Entwicklung dieser Telematikinfrastruktur aktiv beteiligen. Das sind Leute, die in den Körperschaften sitzen, zum Beispiel in der Bundesärztekammer oder auch in den Landesärztekammern, die teilweise auch kritisch damit umgehen. Aber generell entsteht der Eindruck, so habe ich es zumindest vor 2 Wochen auf der IT-Trends in Essen erlebt, dass unsere Standesvertreter keinen großen Widerstand entgegensetzen, sondern im Gegenteil bestrebt sind, ihre eigene Machtposition zu sichern, indem sie sich an der Entwicklung beteiligen. Das wäre so der offizielle Teil. Und dann so im Kollegenkreis gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Es gibt einige Kollegen, die wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt. Dann gibt es andere Kollegen, die sind äußerst interessiert daran, möglichst schnell neue Lesegeräte zu kriegen und sich auf die neue Technologie einzustimmen. Aber es gibt auch einen immer größer werdenden Teil von Kollegen, die tatsächlich kritisch sind und auch sehr skeptisch dieser Einführung gegenüberstehen. Einige sagen, wenn das kommt, dann werde ich vollständig hier auf eine Papier- und Bleistift geführte Akte umsteigen und mich überhaupt nicht mehr an dem Kram beteiligen. Wie können Menschen, die jetzt auch Bedenken haben und diese Krankheits- oder Gesundheitskarte nicht wünschen, wie sollen die sich verhalten? Welchen Tipp können Sie da geben? Wir sind im Moment noch dabei, die eventuellen juristischen Fallstricke endgültig zu klären, die dabei auftreten könnten. Also die erste Notwendigkeit für diese neue Karte sind die Fotos, die auf die Karte aufgebracht werden müssen. Im Grunde würde es sich anbieten, wenn Sie jetzt ernsthaft daran interessiert sind, den Ablauf zumindest zu verzögern, wenn Sie einfach darauf verzichten, ein Foto einzuschicken. Es gibt, soweit ich weiß, da legen Sie sich aber bitte nicht hundertprozentig fest, ich bin kein Jurist, es gibt keine Vorschrift, die Sie zwingt, ein Foto einzureichen. Also wenn beispielsweise ein Brief von Ihrer Krankenkasse kommt, mit der Bitte doch ein Foto einzuschicken, können Sie den Brief im Grunde einfach wegwerfen. Das wäre so eine Möglichkeit des zivilen Ungehorsams sozusagen. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und beschäftigen sich mit unterschiedlichsten Phänomenen, die es in der Gesellschaft, international, in Deutschland, wo auch immer, gibt. Wie ist dieser Datenhunger auf das Möglichste Sichtbarmachen aller Lebensbereiche der Menschen in Deutschland? Wie ist es zu erklären, dieser massive Datenhunger, möglichst alles zu wissen über die Bürger? Das ist sehr schwer zu beantworten, weil ich vermute, dass es da auch sehr viele individuelle Gründe für gibt. Ein übergreifender Grund kann durchaus sein, dass man im besten Willen versucht, Dinge zu regeln, die nur sehr schwer zu regeln sind, und man sich von der Einführung dieser Technologie Effizienzvorteile erhofft. So wird es zumindest für die Gesundheitskarte beworben. Wenn man dann mal hinter die Kulissen guckt, dann ist es eher fragwürdig, ob tatsächlich Vorteile dabei rauskommen.
Darüber hinaus, das bewegt sich wirklich nur im rein spekulativen Bereich. Da kann ich relativ wenig zu sagen. Ich habe mir auch keine Gedanken über die, sagen wir mal, die Psychopathologie der Kartenarchitekten gemacht. Das ist sicherlich ein Thema, das wäre mal ganz interessant, sich anzugucken. Aber ich beschränke mich einfach darauf, zu gucken, was hat es für Auswirkungen im Alltag und wo müssen wir wirklich auch den Finger in die Wunde legen und sagen, passt mal auf, so geht das nicht. Für unsere Hörer, die sich jetzt näher informieren möchten über ihre Arbeit, wo gibt es Informationen? Im Internet betreiben wir zum einen die Seite www.diekrankheitskarte.de und zum anderen stoppt-die-e-card.de, jeweils mit Bindestrich geschrieben. Das eine ist eine Seite, auf der ich und einige Kollegen überwiegend Hintergrundinformationen zusammentragen und ein paar Kommentare dazu abgeben. Die andere Seite, Stopp die E-Card, ist eine Seite des Aktionsbündnisses aus knapp 20 verschiedenen Organisationen, Patientenverbänden, Bürgerrechtsorganisationen, Ärzteverbänden, die aktiv versuchen, Strategien gegen die Einführung dieser Technologie zu entwickeln. Vielen herzlichen Dank für diese ausführlichen Informationen und noch eine gute Woche. Ich bedanke mich ebenfalls. Auf Wiederhören. Sie hörten eine Dokumentation zur Gesundheitskarte oder auch Krankheitskarte in Deutschland. Die zentrale Erfassung aller Krankheits- und Gesundheitsdaten in einer Bundesgesundheitskontrollstelle findet Zustimmung und Ablehnung in Deutschland. Dr. Ewald Broll erklärte die Risiken und Nebenwirkungen zur geplanten Einführung der neuen Gesundheitskarte in Deutschland. Dies ist eine Produktion von Radio TV IBS Liberty von Independent Broadcasting Service Liberty. Weitere und ausführliche Informationen zu unseren Programmen und Produktionen seit 1986 finden Sie auch im Internet bei www.radiotvinfo.org oder www.ibstelevision.org. Ich danke für Ihr Interesse und für das Zuhören. Ich hoffe, Sie sind gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie bitte so weit wie möglich wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm von Radio TV IBS Liberty. Verantwortlich für die Sendung und Produktion von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113, 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 88.